Vermutlich kennst du die Aussage, neues Jahr, neues Glück. Und auch wenn wir an der Börse nicht von einem Jahr ausgehen sollten, denn die Börse juckt sich relativ wenig dafür, ob wir in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr sind, so lassen sich anhand dieser Zeitschienen sehr gut Performance-Vergleiche erstellen, aber auch gucken, wo kann man im nächsten Zeitraum investieren. Und das Ganze wollen wir auch heute mit euch machen, denn wir haben uns ein paar Aktien rausgesucht, die sehr spannend bewertet sind. Die könnte man investieren und warum könnte? Ja, ihr wisst es, wir machen hier nach wie vor keine Anlageberatung. Wir teilen euch nur unsere Meinung mit und bieten eine Plattform für den Austausch. Dementsprechend immer herzlich willkommen, wenn du was in die Kommentare schreibst. Drei Aktien davon haben wir selbst schon im Depot, die trotzdem momentan sehr spannend bewertet sind. Wenn ihr euch diese drei Aktien mal etwas im Detail anschauen wollt, dann klickt euch gerne in den alten Videos mal durch. Da gab es den Adventskalender und da gibt es News, die auch noch relativ aktuell sind zu allen drei Aktien. Wir haben euch aber ebenfalls eine Aktie mitgebracht, die wir auf dem Kanal vermutlich noch nie behandelt haben, die ebenfalls günstig bewertet ist. Aber wir fangen vorne an. Vier Aktien, die unserer Meinung nach für Cashflow-Investoren aus verschiedenen Punkten momentan spannend sind. Und Aktie Nummer 1 ist die Porsche Automobil Holding. Ja, warum die Holding und nicht direkt der Autobauer? Das Unternehmen selbst hält eine Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen. Und Volkswagen ist mit den ganzen Untermarken Audi, Seat, aber auch mit den Premium-Marken wie Bugatti, Lamborghini sehr gut aufgestellt. Ebenfalls natürlich auch am Autobauer Porsche selbst beteiligt, was für uns irgendwo ähnlich wie Louis Vuitton auch ein Qualitätsmerkmal sein kann. Natürlich ist es momentan so, dass alle deutschen Automobilbauer, sei es BMW, wobei BMW mit den Zahlen dem letzten noch positiv überraschen konnte, etwas in der Kritik sind. Wir haben ein großes Konkurrenzgefüge in Asien, aber auch in Amerika, NIO, BYD und Tesla, um hier einfach nur mal ein paar der bekannten Automarken zu nennen. Es ist dennoch der Fall, dass die Marktkapitalisierung momentan um die 10 Milliarden Euro ziemlich niedrig ist. Wichtiger ist hier sogar das KGV. Historisch muss man sagen, dass deutsche Automobilbauer ziemlich günstig bewertet sind. Ein KGV von 3, im Umkehrschluss 3 Jahre mit den aktuellen Gewinnen, die das Unternehmen braucht, um seine Marktkapitalisierung, um seinen Kurs zu rechtfertigen, sehr, sehr günstig. Für uns als Investoren gibt es jetzt hier ein paar Faktoren, die wir uns einfach mal veranschaulichen müssen. Haben wir die Chance, dass das Unternehmen langfristig zumindest mal ähnlich vergleichbare Gewinne erzielt? Unserer Meinung nach Made in Germany bei gewissen Automarken immer noch Qualität. KGV von 3 ist für die Holding unserer Meinung nach trotz Holdingabschlag einfach zu günstig. Wir haben momentan eine Dividendenrendite von fast 6% bei einer Ausschüttungsquote von um die 20%. Die Ausschüttungsquote könnte hierbei natürlich demnächst hochgehen, wenn die Cashflows stagnieren, die Cashflows vielleicht sogar etwas weniger werden, aber hier ist wirklich sehr, sehr viel Luft und unserer Meinung nach mit einer Stabilität der Dividende, die zumindest mal in den letzten 7 Jahren nicht gesenkt wurde, als deutsches Unternehmen mit etwas Risiko, aber auch mit viel Potenzial. Die Dividendenhistorie vielleicht einfach noch einmal zur Veranschaulichung siehst du hier. Also die Porsche Holding wäre die erste Aktie für uns, die wir uns zumindest mal auf die Watchlist legen würden, wenn wir hier noch nicht investiert werden. Aktie Nummer 2, vermutlich auch kein Geheimnis, Realty Income. Realty Income besitzt rund 12.000 Immobilien, von denen die meisten freistehende Einzelhandelsimmobilien sind, die mit nur einem Mieter im sogenannten Triple Net Mietvertrag aufgestellt sind. Dabei kauft das Unternehmen die Immobilie und vermietet sie an das Unternehmen teilweise selbst wieder zurück, wenn die Immobilie von dem Unternehmen verkauft wurde. Hat für beide Seiten Vorteile. Für Realty Income natürlich konstante Mieteinnahmen. Das Unternehmen, was die Immobilie verkauft und dann wieder mietet, hat erstmal mehr Kapital und kann das in den ursprünglichen Geschäftsbetrieb wieder investieren. Realty Income ist dabei nie günstig. Das KGV von 44 kann man bei REITs nicht zur Bewertung des Unternehmens, der Kurs, der Höhe
zur Hand nehmen, sondern die Adjusted Funds von Operation. Und auch da ist Realty Income nicht unbedingt günstig. Aber wir hatten in den letzten 1 bis 2 Jahren mit den steigenden Zinsen wirklich Probleme für neue Investitionen bei Immobilienkonzernen. Dabei ist Realty Income dem Ganzen noch etwas außen vor gewesen. Vonovia, die wirklich aktiv Immobilien bauen, hatten es hier deutlich schwerer. Realty Income könnte trotzdem von sinkenden Zinsen in den nächsten Jahren profitieren und lockt dabei erstmal mit monatlichen Ausschüttungen, die wirklich gut sind, aber auch mit einer Dividendenrendite von aktuell über 5%, mit einer Ausschüttungsquote, was wir gesehen haben, tatsächlich nicht bei 240%. Das Ganze war ein Sonderfaktor mit einer Übernahme. Der Ausschüttungsfaktor, die Ausschüttungsquote müsste hier nach vollständiger Übernahme bei ungefähr 80-90% liegen. Wie ihr wisst, wurde ja hier ein Unternehmen zugekauft. Das heißt, wir haben auch ein Unternehmen, was sich prinzipiell breiter aufstellt. Und das ist irgendwo auch das, was wir Investoren sehen wollen. Ein Unternehmen, was in den eigenen Geschäfts-, in den Konzernsinn investiert und somit langfristig Umsätze und Gewinne steigern kann. Realty Income hierbei einen niedrigeren Beta-Faktor, eine Unternehmung, die prinzipiell ja primär in den USA tätig ist, ist aber auch eine Region, die als eine der wenigen in den nächsten Jahren von Analysten prognostiziertes Wachstum aufweisen kann. Dementsprechend viele Faktoren, die wir für Realty Income positiv sehen. Es gibt kleine Risiken, wenn die Zinsen nicht so schnell fallen sollten. Dabei würden wir aber sagen, verschiebt sich das Ganze dann nur um ein paar Jahre. In Summe für einen attraktiven Kurs wäre Realty Income auf jeden Fall ebenfalls ein Blick wert. Das dritte Unternehmen ist ethisch vielleicht nicht für jeden geeignet aus Investorensicht, aber definitiv einen näheren Blick wert. Es ist British American Tobacco im Bereich des Tabaks, aber auch schon mit alternativen E-Zigaretten, Mundtabakprodukten und Co. gar nicht so schlecht aufgestellt. Vielleicht nicht das beste Unternehmen, was die Zukunftsaussichten angeht bisher, aber ein Unternehmen, was aufgrund der Kennzahlen, der Ausschüttungsquote und natürlich aufgrund der Dividendenrendite für Investoren in dem Bereich unzyklischen Konsum definitiv spannend sein kann. Jahressicht oder Year-to-Date sehen wir im Hintergrund 3,7% ging es nach oben. Nichtsdestotrotz sind wir bei einem Aktienkurs von 27 Euro, der tatsächlich relativ günstig erscheint. Wir haben uns mal die Zahlen hier bei OnVista angeschaut, denn bei GetQuinn sind die Zahlen noch nicht nachgepflegt. Liebes GetQuinn-Team, nimmt doch gerne die Zahlen für British American Tobacco entsprechend mit auf. Wir haben für die nächsten Jahre ein prinzipiell leicht rückgehendes KGV aufgrund von einem prognostizierten Gewinnwachstum. Das Ganze werden wir erst in den nächsten Jahren sehen, ob es wirklich so kommt, aber die Dividendenrendite, die aktuell bei um die 10% liegt, bei einem Payout auf den Gewinn von ungefähr 60%, was auch ungefähr dem Free Cashflow entspricht, ist erstmal sehr, sehr positiv. Auch soll die Dividende hier erhöht werden. Das heißt, in den nächsten Jahren mit steigenden Dividendenerwartungen gerechnet werden. Und das macht aufgrund der Größe des Konzerns, der Innovationsfähigkeit des Konzerns, aber auch aufgrund dessen, dass es ein Unternehmen aus Großbritannien ist, was quellensteuerbedingt erstmal einfach ist. Also wir haben hier viele, viele Faktoren. Die Bewertung ist momentan mit einem KGV von ungefähr 6 auch wirklich nicht zu teuer. Natürlich trotzdem Risiken an dem Konzern. Die Frage ist halt immer, wie viele Raucher oder generell Konsumenten gibt es in dem Bereich? Die letzten Zahlen wurden nach oben gezogen aufgrund von Preissteigerungen, nicht auf Grundlage dessen, dass mehr Kunden dazugekommen sind. Und hier ist natürlich auch die Frage, wie lange können diese Preissteigerungen den Umsatz und den Gewinn noch tragen? Dieses Unternehmen ist wahrscheinlich vielen bekannt, auch wenn wir es auf diesem Kanal noch nicht behandelt haben. Wir hatten im letzten Jahr erwähnt, dass wir uns eventuell etwas breiter Richtung Technologie aufstellen wollen. Wir haben hier momentan mit Broadcom, mit Siemens schon große Unternehmen dabei, die auch relativ gut Dividenden ausschütten. Cisco Systems kann natürlich hier ebenfalls für hohe Dividenden sorgen, für ein Kurswachstum sorgen und ist mit der Branche Technologie und dem Sektor Kommunikationsausrüster auch nochmal eine Aktie,
die den REIT American Tower bzw. die Kommunikationsbranche mehr oder weniger etwas beflügelt. Und das wäre für unser Depot noch eine große Bereicherung. Wer ist denn Cisco Systems? Cisco Systems ist der weltweit größte Anbieter von Netzwerkausrüstung und auch eins der größten Softwareunternehmen der Welt. Dabei kennen gerade die Marktführer die Produkte von Cisco sehr, sehr gut. Prinzipiell deckt das Portfolio alles von A bis Z rund um die Kommunikationsinfrastruktur. Für Investoren ist das KGV von 15 verhältnismäßig günstig, wenn man uns das Ganze mal anschaut mit Broadcom, mit Siemens, mit anderen wirklichen Dickschiffen. Geht das KGV von 15 auf jeden Fall in Ordnung. Eine Dividendenrendite von 3% bei einem Payout von ungefähr 40-50% ist in Ordnung. Hier müssen wir etwas mal schauen beim Dividendenwachstum. Wäre einer der Punkte, die momentan nicht ganz ideal wären, weil eine Aktie mit 3% Dividende sollte doch noch ein kleines Wachstum aufweisen. Auf 10 Jahre war das mit 14% auch in Ordnung. Aber in den letzten 5, 3 und 1 Jahr sind hier die Wachstumsraten immer etwas zurückgegangen, was man auch am Kurs erkennen kann. Denn der Kurs ist im Verhältnis nicht so stark gestiegen wie bei anderen Unternehmen, aber mit keiner Senkung und einer Steigerung in den letzten 12 Jahren der Dividende. Und mit diesem guten Dividendendeckungsgrad, mit dem KGV, mit dem Umsätzen und auch mit der Marktstellung, die das Unternehmen hat, kann Cisco Systems hier auch definitiv eine gute Ergänzung für unser Portfolio sein. Und je nachdem, wie du und deinem Portfolio aufgestellt bist, kann man mit Cisco vielleicht auch nochmal einen Bereich abdecken, der bei dem einen oder anderen vielleicht zu kurz kommt oder mit anderen Unternehmen wie zum Beispiel einer Vodafone. Wir wollen Vodafone hier definitiv nicht schlecht reden, aber da sind die Kennzahlen nicht ganz so gut, ist natürlich auch ein etwas anderer Bereich, aber Cisco Systems im Bereich der Technologie und Kommunikation für uns eine der besten Aktien und hier können wir soweit auch schon mal spoilern, wenn du bis hier noch geguckt hast. Das Unternehmen steht wirklich auf der engen Watchlist und es könnte passieren, dass wir im ersten Zug, denn wir wollen ja auch 1, 2, 3 neue Aktien in diesem Jahr bei uns ins Depot mit aufnehmen, dass Cisco hier definitiv Chancen hat, mit in unser Portfolio reinzukommen. Ja, und jetzt sag uns gerne mal, welche von den 4 Aktien du am spannendsten fandest, welche Aktie du dir eventuell auch ins Depot legen könntest oder aufstocken könntest, je nachdem, wie du aufgestellt bist, würde uns auf jeden Fall interessieren. Und wenn du natürlich andere spannende Aktien hast, die momentan günstig bewertet sind, eine gute Dividende ausschütten, aber trotzdem auch nachhaltig sind, dann packen uns die gerne mit in die Kommentare. Wir schauen uns die Aktien an und geben unseren Senf gerne auch dazu ab.